Ich soll sprechen über die Macht der Bedürfnisse. Das Wichtigste an meinem Titel ist das Fragezeichen am Schluss dieser Zeile. Das Fragezeichen soll Sie darauf einstimmen, dass die These von der Macht der Bedürfnisse von mir in hohem Maße bezweifelt wird. Wir glauben ja, dass die Bedürfnisse eine mächtige Triebkraft sind, die die Menschen dieses und jenes tun und lassen lassen. Und ich möchte versuchen, mit Ihnen heute einen Durchgang zu machen, um die Frage, wie denn eigentlich Bedürfnisse und Macht zusammenhängen. Und möglicherweise hängen sie anders zusammen, als wir uns das in unserer alltagssprachlichen Umgangsform verdauen oder alltagstheoretischen Umgangsform vorstellen. So, und jetzt beginne ich mit meinem Vortrag. Ich fange an mit einer Geschichte. Nein, anders. Ich fange an mit einem Motto. Ich stelle das Ganze unter ein Motto. Das Motto stammt von Pier Paolo Pasolini, dem Filmemacher, der eine ungeheuer aufregende Lebensgeschichte hatte und einen sehr dunklen Tod gefunden hat. Der schreibt in seinem Buch Die Freibeuterschriften, sie lebten das Zeitalter des Brots. Sie waren Verbraucher von unbedingt notwendigen Gütern. Das war es vielleicht, was ihr armes und prekäres Leben so notwendig machte. Es ist klar, dass überflüssige Güter das Leben überflüssig machen. Das ist das Motto meines Vortrags. Und nun fange ich an mit einer Geschichte. Vielleicht die kürzeste Geschichte der Welt. Sie besteht aus 3 Zeilen und wird erzählt von Jean Baudrillard, einem Soziologen, der in Frankreich lehrt und auch Franzose ist. Es gibt eine Geschichte. Es war einmal ein Mann, der lebte in Armut. Nach vielen Abenteuern und einer langen Reise durch die ökonomische Wissenschaft traf er die Überflussgesellschaft. Sie heirateten und sie hatten viele, jetzt denken Sie vielleicht Kinder, Pustekuchen, Bedürfnisse. Sie heirateten und sie hatten viele Bedürfnisse. Eine merkwürdige Geschichte, die da in der Tonlage eines modernen Märchens mit glücklichem Ausgang erzählt wird. Es scheint nichts zu stimmen an ihr. Sie behauptet, dass der Mann, solange er in Armut lebte, ohne Bedürfnisse war. Man könnte seinen Zustand geradezu armselig nennen, hätten wir uns nicht angewöhnt, dieses schöne Wort nur noch in einem verächtlichen Sinn zu gebrauchen. Und zweitens mutet uns diese Geschichte zu, die Bedürfnisse als eine Ausgeburt des Überflusses anzusehen. Plausibel ist doch eher das Gegenteil. Kargheit macht Bedürfnisse und Überfluss stillt sie. Ist nicht der Mann in seiner Armut ein bedauernswerter Zeitgenosse? Nicht nur, dass er unter kläglichen Bedingungen sein Leben fristen muss. Offenbar mangelt es ihm auch an geeigneten Antriebskräften, sich aus seiner jämmerlichen Lage zu befreien. Was ihn schließlich dazu brachte, sich dennoch auf den Weg zu machen, erfahren wir nicht. Aber nehmen wir es nicht doch mit einer gewissen Erleichterung auf, dass er aus seiner Lethargie erwachte und mit Überfluss und Bedürfnissen für seinen Unternehmungsgeist belohnt wurde. Jedoch ist es denn eine Belohnung, die ihm da nach der langen Reise zuteil wurde? Die Rede vom Überfluss beschwört ja längst nicht mehr die Vision vom üppig überquellenden Füllhorn, an dem man sich ungestraft gütlich tun kann, herauf. Überfluss hat einen Beigeschmack von Ungenießbarkeit angenommen. Nicht das Überfließende, das Überquellende, sondern das Überflüssige ist der in den Vordergrund drängende Bedeutungsgehalt dieses Wortes. Wann immer ein gesellschaftlicher Zustand mit Überfluss gekennzeichnet wird. Verschwendung schwingt mit in den Begriff, Verschleiß, Ausplünderung, Raubbau, aber auch Nutzlosigkeit und Sinnleere und manche endzeitliche Ahnung. Und nun die Bedürfnisse, Ausgeburten der Überflussgesellschaft. Sind sie in ihrem Erbgut geschädigt durch die Verkommenheit des Überflusses? Haben sie Teil an dessen deprimierendem Verfall?
Kann ich dem Mann in seiner Kargheit also weder das eine noch das andere wünschen, weder Überfluss noch Bedürfnisse? Hätte er nicht vielleicht doch daheim bleiben sollen in seiner Armut, arm, aber glücklich? Ist seine Vermählung mit der Überflussgesellschaft nicht eine betrübliche Mésalliance? Es fällt schwer, die Bedürfnisse für genauso marode zu halten wie den Überfluss. Zu viele Hoffnungen heften sich an sie, als an eine im Letzten doch unbestechliche Instanz, von der wir uns Korrektur und Richtung und auch Rechtschaffenheit erwarten können. Bedürfnisse sollen im Kern doch resistent sein gegen den verderblichen Einfluss der Überflussgesellschaft. An ihnen sollen sich doch authentische, in ihnen sollen sich doch authentische Sehnsüchte nach dem wahren, Guten und Schönen melden. Wenn ich mich auf mein wirkliches Bedürfnis berufe, und wie oft tun wir das alle, das ist wirklich mein Bedürfnis, das sagen Kinder auch unter Umständen sogar schon. Wenn ich mich also auf mein wirkliches Bedürfnis berufe, dann will ich doch mit Nachdruck darauf verweisen, dass jetzt mein authentisches Selbst, der unzerstörte Kern meiner Individualität, sich zu Wort meldet mit dem Anspruch, dass ihm Gehör werde.